Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, zweiter Teil Monatshoroskop Mond-Mars-Konjunktion an der Spitze des zweiten Hauses im Krebs auf Jungfraugraden. Ganz schön viele Informationen. Schauen wir uns diesen Aspekt einmal langsam an. Zunächst einmal haben wir eine Mond-Mars-Konjunktion. Der Mond im Domizil ist natürlich sehr, sehr stark. Also das heißt, die Menschen sind sehr emotional, sehr ergriffen, sehr gefühlsintensiv und genau in diese starken Gefühle schlägt der Mars hinein. Also das bedeutet starke Emotionen, Gemütsentladungen, Zornausbrüche, Wutanfälle und also große Erregbarkeit. Krebs innerhalb der Bevölkerung. Und worum geht es? Naja, Spitze zweites Haus lässt da eigentlich nicht viel Spielraum offen, sondern zweites Haus steht eben für Finanzen, für Sicherheit, für die Existenzgrundlage. Daraus kann ich natürlich erkennen, weil Mond und Krebs, also zweimal wird das Thema Bevölkerung betont, leidet unter Existenzängsten. Ja, das sehe ich einmal hier heraus. Das Zweite, was ich hier herauslesen kann, dass das Finanzsystem in großen Problemen ist. Dass es sich, wie man so schön sagt, beim Finanzsystem abspielt. Wer ist der Mond? Der Mond ist der zweite Herrscher des ersten Hauses, steht also für Deutschland und auch für die Stimmung im Land, also in weiterer Folge auch für die Bevölkerung, besonders wegen Mond und Krebs. Und das Zweite ist, wer ist der Mars? Der eingeschlossene Herrscher im 11. Haus und der Herrscher des 6. Hauses. Also wir können hier gleich die Urheberschaft der Finanzprobleme verorten. Und zwar hängt das mit Maßnahmen im Verwaltungsbereich im Zusammenhang mit Gesundheitsmaßnahmen zusammen, beziehungsweise Pluto, also 6. Haus im Skorpion, steht natürlich auch dafür, dass zahlreiche Arbeitsplätze verloren gehen. Das Thema hatten wir schon sehr oft. Und wir haben auch tatsächlich den zweiten Herrscher des Skorpiones, den Pluto im Steinbock, im 8. Haus. Obendrein noch Teilnehmer dieser Halbsumme, die noch immer aufrecht ist. Halbsumme geht sich nach wie vor aus. Auch hier eine Verknüpfung von Verträgen, Öffentlichkeit, wir können Feinde, nehmen wir lieber die Verträge. Die Verträge, die ins 10. Haus hineinwirken, also in die Bundesregierung, dann der Niedergang im Zusammenhang mit dem fernen Ausland, weil diese Halbsumme beschreibt ja immer ein Scheitern, und die Gesundheitsmaßnahmen bzw. auch Arbeitsplätze, die damit drinnen hängen. Also das heißt, wir haben hier ein Untergehen, Saturn 8, der Verträge, auch in Zusammenhang mit den Gesundheitsmaßnahmen. Könnte sein, könnte auch bedeuten, dass die Verträge in Zusammenhang mit den Gesundheitsmaßnahmen, weil wir wissen ja, von diesen wunderbaren Mitteln wurden ja 1,8 Milliarden Stück von der Europäischen Union schon bestellt. Da geht es ja auch um einiges an Provisionszahlungen. Und da steht, das läuft nimmer, okay? Weiter zum dritten Teil. Ende.